Hallo liebe Boxsportleser, es ist Freitag und das heißt, es ist wieder Zeit für die Boxsport-News. Wir stellen euch heute die Top 3 News der Woche vor und geben einen kleinen Ausblick über das Wochenende. Und wir fangen direkt an mit der ersten Meldung und die dreht sich um King Arthur. Arthur Abraham steigt ja bekanntlich im März wieder in den Ring. Diesmal ist der Pflichtherausforderer der Mexikaner und noch unbesiegte Gilberto Ramirez. Allerdings gab es vor dem Kampf noch ein paar kleine Details zu klären. Im März werde ich Ramirez boxen, wird King Arthur auf dem Internetportal boxingscene.com zitiert. Damit dürften Spekulationen, wonach Abraham als nächstes ein Duell gegen Bernard Hopkins anstrebt, vom Tisch sein. Zuletzt hatte der Weltmeister im Supermittelgewicht im November den Briten Martin Murray nach Punkten besiegt. Dem Bericht zufolge plant Ramirez-Promoter Bob Arum, den Kampf am 9. April in Las Vegas auszutragen, im Rahmen des Abschiedskampfes von Manny Pacquiao gegen Tim Bradley. Weil die Lager von Abraham und Ramirez jedoch bislang keine Einigung erzielen konnten, hat die WBU nun ein Purse-Bid angeordnet. Die Versteigerung wird am 9. Januar in New York stattfinden. Und wir gehen weiter zur nächsten News diese Woche. Und zwar hat Supermittelgewichtler Tyrone Zeuge, der ja schon als Thronfolger vom WBO-Weltmeister Arthur Abraham gefeiert wird, einen sehr interessanten Trainerwechsel vollzogen. Mehr dazu erzählen wir euch jetzt. Um das neue Boxjahr 2016 erfolgreich zu gestalten, zieht es den Berliner zu Weltmeister Jürgen Brämer nach Schwerin. Ich fühle mich hier in Schwerin sehr wohl und kann von Jürgen eine Menge lernen. Jürgen ist ein Vollblutprofi, er kennt das Geschäft auch außerhalb des Boxrings in- und auswendig. So Zeuge über den 37-jährigen WBA-Champion. Verwunderlich dabei ist, erst kurz vor Weihnachten hatte der Sauerlandstall, bei dem Brämer und Zeuge unter Vertrag stehen, den Wechsel Zeuges von Brämer-Coach Carsten Röber zu Trainer Uli Wegner bekannt gegeben. Ja, und noch eine Neuigkeit, die diese Woche ziemlich für Furore sorgte, war die Neuigkeit, dass Manny Pacquiao wieder in den Ring zurückkehrt. Und zwar wird der Pac-Man am 9. April Timothy Bradley, den derzeitigen WBO-Weltmeister, zum Kampf herausfordern. Ob der 66. Fight zugleich auch dessen Abschiedsvorstellung wird, ließ sein Promoter Bob Arum allerdings offen. Es könnte sein letzter Kampf werden, aber ich werde mich jetzt nicht festlegen. Er entscheidet sich dann anders und ich sehe aus wie ein Idiot, sagte Arum dem US-Sender ESPN. Weltergewichtschampion Bradley ist für Pacquiao ein alter Bekannter, boxte er gegen ihn doch schon zweimal. Im April 2014 gewann der Pac-Man einstimmig nach Punkten. Im Juni 2012 dagegen hatte Bradley ihm den WBO-Gürtel durch ein umstrittenes Unentschieden entrissen. So, wir haben euch ja versprochen, dass wir euch eine kleine Wochenend-Vorschau geben und die lösen wir jetzt auch ein. Und zwar haben wir euch zwei Kämpfe rausgesucht, die dieses Wochenende stattfinden und wirklich sehr interessant sind. Im ersten Kampf kämpft Vincent Feigenbutz gegen Giovanni De Carolis und es geht, wie diese Woche bekannt wurde, sogar um den WBA-Weltmeisterschaftstitel im Supermittelgewicht. Ja, aber nicht nur das, nicht nur um diesen Weltmeisterschaftstitel geht es, es geht jetzt auch darum, ob Feigenbutz Deutschlands jüngster Boxweltmeister wird. Ein ziemlich spannender Kampf also, deren Ausgang ziemlich offen ist und deswegen wird die Frage auch erst am Samstag entschieden, wer wird neuer WBA-Weltmeister im Supermittelgewicht? So, und es geht weiter mit dem nächsten Kampf am Wochenende und da geht es um Michael Wallisch. Ja, der sollte jetzt eigentlich am Samstag gegen Marcin Rekowski boxen, aber daraus wird leider nichts, weil dieser Rekowski hat sich nämlich eine Rippenverletzung zugezogen und wird deswegen leider nicht kämpfen können. Aber es gibt natürlich Ersatz, deswegen würden wir es ja auch sonst nicht hier erwähnen. Und zwar kämpft Wallisch jetzt nun gegen den Kroaten Ivica Bakurin. Ja, und der EM-Fight zwischen dem SES-Boxer Wallisch und dem 33-jährigen Kroaten wird am Samstag der Hauptkampf der exklusiven Boxgala in Berlin sein. Es ist auch ein sehr spannender Kampf, für den es sich lohnt, mal vorbeizuschauen. So, das waren auch schon die Box-News für den Freitag und mit der Wochenendvorschau. Wir sehen uns am Montag wieder und da werden wir uns mal ein bisschen angucken, wie der Kampf Feigenbutz gegen De Carolis so gelaufen ist und ja, ob Feigenbutz jetzt wirklich der jüngste deutsche Boxweltmeister wird. Macht's gut.